Hallo zusammen, hier ist der Willi von Altersgeistern in Offenbach. Der Herbst ist da, der Winter kommt. Auf jeden Fall für mich eine gute Zeit, endlich mal mit YouTube-Videos weiterzumachen. Also es wird einiges kommen in nächster Zeit. Und ich hoffe, ihr seid dann immer mal wieder dabei. Und es ist natürlich auch eine gute Zeit für die Meditation, seine Meditation zu intensivieren oder neu zu beginnen, wenn man Meditation lernen möchte. Ich merke das hier in der Altersgeist-Sendung, die gut besucht ist. Wir sitzen ja jeden Mittwoch und jeden zweiten Sonntag und wir haben hier sehr intensive gemeinsame Zeiten. Darauf freue ich mich jedes Mal. Zudem möchte ich euch zu dem Wochenend-Session einladen, das ich vom 17. bis 19. November in Halle im Wolkentor-Zen-Tempel abhalten werde. Ein Wochenend-Session ist auch eine sehr intensive Zeit und vermittelt natürlich den Geschmack des Zen. Wir sind ja im Alltag gewissermaßen getrieben von den Dingen, die wir erleben, die wir wahrnehmen, die wir verarbeiten müssen. Und unsere Gedanken kreisen permanent um irgendwelche wichtigen und unwichtigen Dinge. Setz dich mal hin und versuch mal eine Zeit lang nicht zu denken. Du wirst feststellen, das ist gar nicht so einfach. Deshalb ist es sinnvoll, ab und an einen Ort der Stille aufzusuchen und zu versuchen, in die Stille zu gehen, also sozusagen den Geist zu beruhigen, still zu werden im Geist. Ein Session ist natürlich so ein Ort der Stille. Wenn du dann da sitzt, kann es aber durchaus sein, dass sich das am Anfang gar nicht so anfühlt, gar nicht so gut und großartig anfühlt, wie man denkt, dass sich Meditation anfühlen sollte. Vielleicht hat dir jemand gesagt, zähl doch mal deine Atemzüge bis 10 und wenn ein Gedanke kommt, fängst du von vorne an. Und natürlich kreist die ganze Gedankenwelt, die ganze Energie, die du aus deinem Alltag mitgenommen hast, immer weiter. Und du sitzt da, du kommst vielleicht bis 1, 2, 3. Sagen mir die Leute oft, die mit der Übung des Atemzählens beginnen, naja, ich komme bis 3, ich komme bis 2. Und häufig nehmen sie es gelassen und das ist auch relativ wichtig dabei. Denn diese vermeintliche Unfähigkeit, in die Konzentration zu gehen, vermittelt natürlich am Anfang auch so ein bisschen das Gefühl möglicherweise des Nichtgenügens. Man hat das Gefühl, alle um einen herum sitzen wie die Felsen, ja, mit großer Intensität. Nur man selbst murkelt da in seinen Gedankenwelten rum. Der Punkt ist für mich, dass wenn du dabei bleibst, wenn du einfach nur sitzen bleibst, ist das notwendige und gute Meditation. Meditation muss sich nicht gut anfühlen, das sage ich immer wieder. Es ist sogar so, dass die Phasen, in denen sich die Meditation nicht so gut anfühlt, häufig die produktiveren Phasen sind, weil wir da natürlich etwas über uns selbst lernen. Und darum geht es ja. Es geht darum, in die Stille zu gehen und sozusagen einen stillen Beobachter zu entwickeln und den eigenen Geist kennenzulernen, die Energien des eigenen Geistes kennenzulernen. Zu lernen, mit sich selber umzugehen. Und wenn du in ein Session gehst und versuchst über bestimmte Dinge Klarheit zu gewinnen, ist es das Beste in dieser Zeit, nicht über irgendwelche Dinge nachzugrübeln, die dich beschäftigen oder die dich beängstigen oder die dich beunruhigen oder wo du eine Lösung suchst, sondern es ist total wichtig, einfach nur in die konzentrierte Stille zu gehen. Egal, ob das klappt oder nicht, immer wieder zurück zum Atem zu gehen. Dann entsteht tatsächlich mit der Zeit Klarheit. Und ich habe das immer wieder so erfahren, dass die Leute nach einem Session sagen, und man spürt es auch, dass sie Klarheit gewonnen haben und ein Stück so Freude auch gewonnen haben in der Zeit, in der intensiven Zeit des Session. Und darum geht es auch, dass man aus dem Session herauskommt und sich einfach besser fühlt. Der Alltag ist dann wieder da und es wird sich vielleicht am Anfang gar nicht so viel verändert haben. Aber so der Punkt, der Anker ist gesetzt, dass man einfach mal erfahren hat und gelernt hat, dass es einen Ort der Stille gibt, der letztlich auch in einem selber existiert. Ja, wenn ihr das mitnehmen könnt, freue ich mich.
Darum geht es eigentlich. Vielleicht sehen wir uns ja im Session. Vielleicht sehen wir uns ja online. Also ihr mich dann vielmehr. Wenn ihr in der Gegend seid, könnt ihr ja auch hier mal vorbeikommen zum Meditieren. Auch das würde mich freuen. Ansonsten passt auf euch auf. Eine gute Zeit und bis zum nächsten Video. Ciao.